Beim großen Kreisbauerntag des Kreisverbandes Altötting wurde den zahlreich erschienenen Landwirten ein buntes Programm geboten. Den Auftakt machte Kreisobmann Anton Vögel, der einen Rückblick auf das vergangene Jahr gab. Es folgten Grußworte von Reischachs Bürgermeister Herbert Filzmeier, Altöttings Landrat Erwin Schneider und der Abgeordneten des Bayerischen Landtags Ingrid Heckner. Hauptreferent des Tages war der deutsche Bauernpräsident Joachim Ruckwied aus Berlin. Sein Thema des Abends lautete Zukunftsfragen einer modernen Landwirtschaft. Ruckwied fand klare Worte in Richtung der Bauern. Er forderte zu mehr Selbstvertrauen in der Landwirtschaft auf. Denn ohne Landwirtschaft gibt es keine Zukunft. Die Produkte, die hier erzeugt werden, gehören zu den besten Lebensmitteln. Also die Produkte, die die deutschen Bauern erzeugen, die sind von hervorragender Qualität. Die schmecken hervorragend, die sind sicher, das ist reinster Genuss. Was nicht passt, was nicht stimmt, ist der Preis. Der ist im Keller. Die Bauern legen Geld drauf. Und das, obwohl sie oftmals 7 Tage in der Woche hart arbeiten, können sie von ihrer Arbeit nicht mehr leben. Im letzten Wirtschaftsjahr haben unsere Bauernfamilien schon 35% des Einkommens verloren. Und in diesem Jahr rechnen wir damit, dass nochmal je nach Produktionsbereich 20-40% weiterer Verlust hinzukommen. Kreisobmann Vögel und Präsident Ruckwied sind sich einig, dass in Deutschland und Europa verlässliche Rahmenbedingungen für die geschaffenen Produkte der Bauern gefunden werden müssen. Denn in Sachen Milch und Butter kennt Ruckwied kein Pardon mehr. Die Milchpreise sind eine Schande im Moment. Preise zum Teil nur noch etwas über 20 Cent pro Liter Milch für den Milchbauern. Er arbeitet 7 Tage hart in der Woche und muss tagtäglich Geld bringen. So kann es nicht weitergehen. Wir brauchen hier eine Preiswende. Die Bundesregierung forderte Ruckwied auf, muss sich zur Landwirtschaft bekennen und politische Maßnahmen zur Unterstützung der in Existenznot geratenen Betriebe einsetzen. Dazu gehört auch die neue geschaffene Agrarreform, so der deutsche Bauernpräsident. Also wir haben hart um die Agrarreform gestritten. Man wollte ursprünglich die Direktzahlungen um 30% kürzen. Man wollte ursprünglich uns verpflichten, bis zu 15% der Fläche aus der Produktion zu nehmen. Das haben wir verhindern können, auch gemeinsam mit unseren französischen Kollegen. Es ist uns gelungen, dass wir die Fläche in der Produktion halten können, beispielsweise Eiweißpflanzen wie Sojabohnen oder Erbsen anbauen können. Und wir brauchen jetzt bis 2020 finanzielle Sicherheit und keine neue Reform. Im Gegenteil, in der derzeitig schwierigen Situation müssen die Bauern sich auf die Politik und auf den Agrarreformrahmen verlassen können. Den kleineren Landwirten gab er mit auf den Weg. Mit Milchviehhaltung, Ackerbau, Obsterzeugung und Fremdenverkehr ist ihm um den Erhalt dieser Betriebe nicht bange. Wie eine moderne Landwirtschaft heute aussehen kann oder sollte, schilderte Joachim Ruckwied folgendermaßen. Da gibt es keine grundsätzlichen Empfehlungen. Wichtig ist, und das machen die Bauernfamilien, dass sie nachhaltig wirtschaften, dass sie hochwertige Produkte erzeugen. Regionalität ist im Trend, das sollten wir nutzen, aus der Region, für die Menschen in der Region. Das ist ganz, ganz wichtig, einfach durch Qualitätsproduktion sich von der Masse abzuheben. Ruckwied selbst ist aus Leib und Seele Bauer und Landwirt. Er bewirtschaftet einen rund 300 Hektar großen Hof im württembergischen Eberstadt. Wie Landwirt Ruckwied mit dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes Joachim Ruckwied zurechtkommt, hier seine Meinung dazu. Er kommt bestens zurecht, weil Landwirt Ruckwied ist Bauer mit Herz und Seele. Und das ist auch die wichtigste Voraussetzung, um Bauernpräsident sein zu können, mit Herz und Seele als Landwirt für den Berufsstand, für die Bauernfamilien und deren Interessen zu kämpfen. Am Schluss seiner Festrede erinnerte der deutsche Bauernpräsident noch einmal daran, Landwirtschaft ist eine Zukunftsbranche. Ohne Landwirtschaft gibt es keine Zukunft. Wir werden mehr Menschen ernähren müssen.